Bei RB Leipzig ist man unzufrieden. Kein Eigengewächs hat es bis jetzt zu den Profis geschafft. Das ist kurios, denn das Konzept von RB ist ja eigentlich, keine teuren Spieler zu holen, sondern auf junge Talente zu setzen. Boss Oliver Minzlaff meint dazu, der Output an Spielern im Verhältnis zum investierten Geld ist zu gering. Tja, pro Jahr investiert RB ca. 15 Millionen Euro in den Nachwuchs. Dringend muss sich da was ändern. Und das tut's auch. Was genau, zeige ich euch jetzt. Im Januar bin ich beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen gewesen. Dort habe ich mit U19-Trainer Alexander Blessin über die jungen Bullen geredet. Seit 8 Jahren ist er im Verein und logisch, er weiß ganz genau, was los ist. Deshalb start mal jetzt mal mit einer Momentaufnahme. So ist die Stimmung im Verein. Wir lechzen ja alle danach, dass ein Jugendspieler bald mal oben bei den Profis dann reinkommt und eingewechselt wird und oder von Anfang an sogar spielt oder seine Einsatzzeiten bekommt. Und ich glaube schon, dass wir in der Jugendarbeit Spieler haben, die das Potenzial haben in den nächsten Jahren. Ja, da stellt sich doch grundsätzlich die Frage, wieso hat denn bisher kein Talent den Sprung zu den Profis geschafft? Gehen wir jetzt einfach mal auf Spurensuche. Grund 1, RB Leipzig hat ja eh schon den jüngsten Bundesliga-Kader. Im Schnitt ist er 23,7 Jahre alt. Viele Spieler kommen vom Schwesterclub aus Österreich, dem FC Salzburg. Insgesamt 16 Transfers gab es bis jetzt. Sie haben bereits Profi-Erfahrung, sind einfach ein paar Schritte weiter als die eigenen Talente und deshalb sind sie gesetzt. Und das halt schon seit Jahren. Grund 2, RB Leipzig sieht sich ja als Top-Club. Jedes Jahr will man sich für die Champions League qualifizieren. Der Druck ist gewaltig, Fehler dürfen nicht passieren und deshalb wird halt eher auf gestandene Profis gesetzt. Talente wie Tom Kraus zum Beispiel haben da keine Chance. Er gilt als bestes Eigengewächs, ist sogar gebürtiger Leipziger, aber er sitzt halt nur auf der Bank. 6-mal in der Bundesliga, 1-mal in der Champions League und 1-mal im DFB-Pokal. Kein einziges Mal wurde er eingewechselt und das ist frustrierend. Keine Frage, der Sprung vom Jugend- in den Herrenfußball ist verdammt schwer. In der U19 bekommen die Talente ihren letzten Schliff, zum Beispiel durch Testspiele gegen Männerteams. Egal ob in der Vorbereitung im Winter oder im Sommer oder unter der Woche, sehr, sehr großen Wert gelegt auf diese Testspiele, wo wir dann gesagt haben, da müssen wir gefordert werden, und um diese Härte dann auch mitzubekommen und jedem Spieler dann auch zu zeigen, was ihm dann letzten Endes auch fehlt. Ja, für diesen Schritt in diesen Erwachsenenbereich. Aber das reicht halt offenbar nicht. Deshalb ist jetzt alles auf dem Prüfstand. Sportdirektor Markus Krösche hat einen 5-Stufen-Plan entwickelt, an den sich jeder halten soll. Punkt 1, die Philosophie. Grundsätzlich bleibt der typische RB-Stil gleich. Wir alle kennen ihn mittlerweile. Viel Tempo, hohes Pressing, mutig und kreativ sein. Neu hier ist, von der U13 bis zur U16 wird jahrgangsübergreifend trainiert. Der Vorteil ist, 13-Jährige beispielsweise müssen sich gegen größere und schwerere Spieler durchsetzen. Sie lernen sich so durchzubeißen. Clubs aus Spanien und den Niederlanden machen das schon so und es hilft. Dazu bekommen die Talente mehr Freiheiten. Sie dürfen Fehler machen. Im Training gibt es komplexe Übungen, bei denen die Jungs dann selbst Entscheidungen treffen müssen. Zum Beispiel den Ball hoch und lang nach vorne kloppen oder flach spielen. Das Ziel ist, die Talente sollen nicht in ein Schema, quasi in eine Schablone gepresst werden. Nee, ganz im Gegenteil. Jeder soll sich individuell verbessern und vor allem den Charakter entwickeln. Nicht jeder Spieler soll gleich sein. Und genau das ist doch ein Problem in der deutschen Ausbildung. Es gibt zurzeit zu viele gleiche Spielertypen. Ja, dazu kommt, der Trainer soll nur noch die Leitplanken vorgeben, selten eingreifen, also wirklich nur, wenn es dringend nötig ist. In gewissen Dingen wünscht man sich dann natürlich auch eigenmächtige Spieler, die dann auch, weil darum geht's ja, sie müssen alleine entscheiden auf dem Platz, sie müssen Entscheidungen treffen und das, wenn man ihnen alles abnimmt, dann bleibt es irgendwann auf der Strecke. So kommen wir zu Punkt 2. Loslösen von Ergebnissen. Die Jugend von RB Leipzig ist grundsätzlich total erfolgreich. Die U17 wurde 3-mal Meister in der Bundesliga Nord-Nordost, die U19 immerhin 1-mal Meister ihrer Staffel. Aber die Frage ist, was bringen denn diese Erfolge, wenn kein Talent den Durchbruch schafft? Ja, richtig, erstmal gar nichts. Und das hat man erkannt. Der Vorteil ist, das nimmt den Druck vom Kessel. Bei den Talenten und bei den Trainern. Markus Krösche meint dazu, Zitat, genau wie die Jungs Fehler auf dem Rasen machen dürfen, sollen auch die Trainer die Möglichkeit bekommen, um Sachen auszuprobieren. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Bis dato gab es nämlich einen Fehler im System. Trainer mussten in der Regel selbst in der Jugend auf die aktuell besten Spieler setzen, sprich die in der Entwicklung am weitesten sind. Der Grund? Einfach Druck. 2 Niederlagen und zack, gab es eine Trainerdiskussion. Nicht nur in Leipzig, sondern generell im deutschen Fußball.
Davon geht man jetzt weg und das ist positiv. Mehr Spieler sollen individuell gefördert werden und wichtig ist, welches Talent das größte Potenzial hat, nicht wer aktuell am besten ist. Ein kleines Beispiel aus München. Philipp Lahm wurde in der Jugend fast aussortiert. Es hieß, er sei zu klein und zu schmächtig. So Fälle gibt's oft. RB Leipzig wird in Zukunft dann so strukturiert. In der U13 bis zur U16 steht die individuelle Entwicklung im Fokus. Ab der U17 kommt dann das Mannschaftstaktische dazu, sprich die Spielidee und wie man sie auf den Platz bringt. Im Training soll es nicht mehr primär darum gehen, wie spielt man am nächsten Wochenende, sondern wie kann man alle Spieler verbessern. Und das hat einen Grund. Um perfekt in einem Metier zu sein, egal ob als Geigenspieler oder als Eishockeyspieler oder so, brauche ich einfach 10.000 Stunden, die ich in diesen Bereich dann auch investiere. Und ich komme mit zweimal in der Woche, komme ich nicht auf die Summe, um einfach in dem Bereich dann auch gut oder perfekt zu sein. Alexander Blessin hört übrigens im Sommer auf, er verlässt RB Leipzig. Offiziell heißt es, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will und wohl bald ein Männerteam trainiert. So, zurück zum 5-Stufen-Plan. Punkt 3, die Trainer. Ihre Leistung wird neu bewertet. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Ergebnissen, sondern wie schnell sich die Talente entwickeln. Ich finde, das ist top. Punkt 4, Schulungen. Für die Trainer gibt es Seminare, zum Beispiel, wie man mit jungen Spielern umgeht. Da geht es auch unter anderem um die Konfliktlösung. Und Punkt 5, die Kadergarantie. 3 fixe Plätze für Talente gibt es ab der kommenden Bundesliga-Saison im Kader. Sie dürfen mittrainieren und so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wobei, ist das wirklich komplett neu? Ich würde sagen, eher nicht. Tom Kraus wird ja eh schon für seine Vielseitigkeit gelobt. Auch Frederik Jäkel saß schon auf der Bank oder Fabrice Hartmann. 3 Jungs mit extrem viel Potenzial. Wichtig ist, dass sie halt auch eine Chance auf Spielpraxis bekommen. Sonst bringt dieses Potenzial überhaupt nichts. Und da gibt es eine aktuelle Meldung. Im Sommer werden Kraus und Jäkel offensichtlich verliehen. Sie sollen sich Wettkampfwerte holen und Erfahrung im Profibereich sammeln. Das ist ein logischer Schritt. Wichtig hier ist aber auch zu sagen, natürlich ist das aktuelle System nicht schlecht. Über 25 Talente aus der RB-Akademie haben in den letzten 3 Jahren den Sprung in den Profifußball geschafft. Aber, und das ist halt der Punkt, keins hat sich bei RB Leipzig durchgesetzt. Darum geht's. Circa 15 Millionen Euro pro Jahr werden, wie gesagt, investiert. Aber es gibt halt keinen Ertrag. Oliver Minzlaff meint dazu, Zitat, wir können uns nicht nur auf die Fahne schreiben, dass uns Nachwuchsarbeit wichtig ist und dann nicht liefern. Ja, da hat er definitiv recht. Jetzt ist die Frage, wann kann man denn mit Ergebnissen dieser Umstrukturierung rechnen? Ich schätze, 3 bis 5 Jahre wird es mit Sicherheit noch dauern. Markus Krösche meint nämlich, es wäre ein mittel- bis langfristiges Projekt. Zitat, wir sind dran, die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen, aber es braucht Zeit, bis man dann auch Ergebnisse sieht. Fest steht eine Sache, Red Bull verleiht doch keine Flügel, sonst würden ja die Talente nonstop durchstarten. Frage an euch, wie findet ihr A, RB Leipzig, also den Verein, und B, die Jugendarbeit dort? Gibt es vielleicht ehemalige RB-Schüler in eurem Lieblingsverein? Wenn ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare und vor allem wer, das würde mich total interessieren. So Leute, kennt ihr eigentlich den Biografen? Wenn ja, cool, Daumen nach oben. Wenn nein, ist ein geiler Kanal und den will ich euch jetzt mal vorstellen, denn er hat eine Biografie zu Robert Lewandowski gemacht. Zieht euch das rein, hier ist das Video verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein. Und ciao.